ist es das Ambiente des Turniers, die Attraktivität des Golfclubs Salzburg-Gutkaltenhausen oder das Rahmenprogramm mit Galaabend, das die Ferdinand Porsche Golf Trophy zu einem besonderen Turnier macht? Entsprechend groß ist das Interesse, denn 156 Anmeldungen bei möglichen 112 Startplätzen verzeichnet die zweite Auflage des Turniers. Erneut ein Highlight: die eigene Hickory-Wertung, eine traditionelle Variante des klassischen Golfsports, bei der mit Schlägern aus dem Holz des Hickory-Baums gespielt wird. Zusätzlich spielen das Alter der Schläger und das Gesamterscheinungsbild eine Rolle. Zurück zum Ursprung oder doch nur ein Trend für Individualisten? Natürlich gefällt mir das Undergolf auch noch. Es ist schon schön, wenn man dann mit einem Drive hat und dann 220, 250 Meter schlägt. Ja, das macht einfach Spaß und das ist schön. Genauso, ich sage es einfach mal, es macht Ferrari fahren Spaß und es macht der Oldtimer fahren Spaß. Nur ich möchte nicht immer Oldtimer fahren und auch nicht immer Ferrari fahren. Ja, so ein schönes Mittelding ist einfach klasse. Einfach mal umsteigen, zurückgehen in die Nostalgie, zurückgehen nach früher und dann aber früher oder später wieder erkennen, dass heute heute ist und morgen morgen. Ob mit zeitgemäßer Golfausrüstung oder eher nostalgisch. Beides hat sicherlich seinen Reiz und der Vergleich des Hickory Golf mit Oldtimer-Fahren seine Berechtigung. Obwohl... Oldtimer-Fahren ist nicht jedem gegeben. Und ich muss sagen, ich bin ja erzogen worden in einem Oldtimer. Wenn Sie sich vorstellen, ich bin mein Großvater in einem Käfer gefahren, der unsynchronisiert war, und da ist er dann mit der Hand immer so hinten da gewendet, und wenn ich richtig gut geschalten habe, hat er gesagt gut, und wenn ich schlecht geschalten habe, habe ich erwatschen gekriegt. Streicheleinheiten und einen schönen Preis statt einer Watschen verdient sich die Geschäftsführerin des Flughafens Salzburg. Mit einem Hole-in-One gelingt Bettina Ganghofer ein äußerst seltener Schlag. Ich glaube, Hole-in-One wählt man nicht. Ich glaube, da wird man erwählt. Also das heißt, ich hatte heute doppelt Glück. Also einmal, dass ich ein Hole-in-One gespielt habe, was ich nicht weiß, ob ich das in meiner zukünftigen Golflaufbahn jemals wieder hinbekomme. Und das Zweite ist natürlich sehr schön. Wir haben hier ein tolles Einladungsturnier mit Fahrtraum und dem Herrn Piech. Ja, also meine Runde, die ich ausgeben durfte, war übersichtlich. So sehen glückliche Gewinner und Teilnehmer eines Golfturnieres aus. Und diese Begeisterung wird auch vom Veranstalter geteilt. Ein Golfturnier hat man immer wieder, aber die ganze Kulisse am Abend dann da herinnen im Fahrtraum Matze mitzuerleben mit der Liveband, mit dem tollen Buffet, mit den Erklärungen von Herrn Pirch und sich dann noch bewegen zu können in diesem tollen Gebäude und sich die ganzen Fahrzeuge anschauen zu können, das ist einfach das Um und Auf und das ist das, was das ganze Turnier noch abrundet zusätzlich und deshalb ist es auch so beliebt bei unseren Mitgliedern und Gästen. Das heißt, Fortsetzung folgt. Das heißt, Fortsetzung folgt, hoffentlich von unserer Seite definitiv.